steht vor uns. Wir sind eine Bürgerinitiative mit dem Namen Stopp 5G Landkreis Gifhorn. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, unser Recht auf körperliche Unversehrtheit einzufordern, denn mit Mobilfunkstrahlung, insbesondere mit 5G, wird dieses Recht gefährdet. Mit 5G wird es eine Vervielfältigung der aktuellen Mobilfunkstrahlung geben. Wir haben, und zwar wird davon gesprochen, dass sich die aktuelle Mobilfunkstrahlungsbelastung verzehn- bzw. verhundertfachen wird. Es gibt außerdem Millionen von Elektrosensiblen, die ihres Lebensraumes beraubt werden. Ich bin Gott sei Dank keine davon, ich bin nicht elektrosensibel, aber es gibt, wie gesagt, Millionen Menschen, die das sind. Ich kenne persönlich zwei Menschen, die umziehen mussten. Die mussten in ein Funkloch ziehen. Und wenn man sich überlegt, dass alle Funklöcher geschlossen werden müssen, dann ist das natürlich ein Problem. Was man vielleicht sagen kann, ist, die Wissenschaft ist sich uneinig oder ähnliches. Aber wir können nicht sagen, es gäbe keine Hinweise, denn es gibt sehr wohl hunderte Studien. Und im Übrigen sind diese Studien auch sehr gut kategorisiert bei der Diagnose Funk. Wenn Sie sich näher informieren wollen, die Diagnose Funk kann ich nur empfehlen. Dort gibt es eine erstklassige, exzellente Aufstellung, Kategorisierung von, ich glaube, aktuell sind es 457 Studien, die sind unterteilt in medizinische, biologische Studien, davon sind 357 da, Reviews und Übersichtsarbeiten 55 und epidemiologische Studien 53. Dann sind diese, je nachdem, wo man jetzt draufklickt, wenn man hier jetzt zum Beispiel auf medizinische, biologische Studien klickt, ist hier eine Unterteilung in die Folgen. Das heißt, Fortpflanzung, Fruchtbarkeit zum Beispiel, oder Zellen, Zellfunktion, Hirntumore, Nerven, Drüsen. Da können Sie wiederum draufklicken und wenn Sie da draufklicken, können Sie sich runterarbeiten bis zu den Originalstudien. Jede einzelne Originalstudie können Sie sich dort durchlesen und angucken. Und ich halte das für unglaublich wichtig, weil was wir hier momentan erleben in dem öffentlichen Diskurs, ist eine unglaubliche Oberflächlichkeit. Wir reden nicht über einzelne Studien, die werden einfach weggewischt. Eigentlich macht man hier nur so ein bisschen einen mathematischen Ansatz, nicht wahr? Man sagt, es gibt so viele Studien, die das sagen und so viele Studien, die das sagen. Und dann einigt man sich darauf, dadurch, dass es mehr Studien gibt, die keine Effekte belegen, dann ist es plötzlich alles ungefährlich. Aber die anderen Studien sind doch noch da. Die sind doch nicht plötzlich wie von Zauberhand einfach weggewischt. Die sind doch immer noch da, die Ergebnisse. Bundesamt für Strahlenschutz, sage ich immer gerne, ist in den letzten Jahrzehnten immer mal so wie so ein Fähnchen im Wind. Es gab durchaus Zeiten, wo sie darauf hingewiesen haben, dass Mobilfunkstrahlung gefährlich ist. Es gab Zeiten, wo das Bundesamt für Strahlenschutz gesagt hat, dass in Kindergärten und Schulen zum Beispiel WLAN nichts zu suchen hat. Mittlerweile sind diese Stimmen aus dem Bundesamt für Strahlenschutz relativ rar geworden. Was in den USA gerade passiert ist, ich glaube, das ist vor einem Monat oder zwei Monaten passiert, da gab es eine Schule, eine Grundschule, und auf dem Gelände der Grundschule war auch ein Sendemast installiert. Nachdem dort jetzt das vierte Kind an schwerstem Krebs erkrankt ist, sind die Eltern auf die Barrikaden gegangen und der Sendemast ist jetzt entfernt worden. Also, in unmittelbarer Nähe von einer Schule haben Mobilfunkmasten nichts zu suchen. Genauso wie der aktuelle Digitalisierungswahn in Schulen. Das WLAN ist quasi die Infrastruktur dafür, oder soll es sein. Und das ist auch absoluter Wahnsinn, denn Kinder und WLAN sind absolut nicht kompatibel. WLAN stört oder gefährdet die Gesundheit und besonders von unseren Kindern, denn die sind noch empfindlicher als Erwachsene. 5G wird dafür sorgen, dass die Mobilfunk- oder die Strahlenbelastung sich verzehn- bzw. verhundertfachen wird. Aktuell, also es ist immer eine Frage der Dosis. Wir sagen nicht, dass Mobilfunkstrahlung per se gefährlich ist. Es ist die Frage, welcher Intensität sind wir ausgesetzt. So gibt es Belege dafür, dass ab einer Strahlenintensität von 30 bis 60 Mikrowatt pro Quadratmeter man Funknetze ohne Probleme nutzen kann.
Dazu ist noch zu wissen, dass bei einer Intensität von 0,1 bis 10 Mikrowatt pro Quadratmeter Funknetze ohne Qualitätsverlust genutzt werden können. Nochmal, 0,1 bis 10 Mikrowatt pro Quadratmeter, Sie können Funknetze ohne Probleme nutzen. Ab 30 bis 60 gibt es biochemische Prozesse, die Krankheiten auslösen können. Der gesetzliche Grenzwert für ortsfeste Sendeanlagen wie Mobilfunkmasten liegt bei 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter. Dieser gesetzliche Grenzwert schützt Sie ausschließlich vor einem thermischen Effekt. Das heißt, er schützt Sie davor, dass Ihr Gewebe erwärmt. Das merken Sie, wenn Sie das Handy ans Ohr nehmen, merken Sie, dass Ihr Ohr warm wird. Daran merken Sie schon, dass Ihr Handy, solange Sie es in unmittelbarer Körpernähe haben, dass dieses Handy diesen gesetzlichen Grenzwert nicht einhält. Ist aber nicht schlimm, weil diese gesetzlichen Grenzwerte gelten nur für ortsfeste Sendeanlagen, nicht für Endgeräte. Endgeräte haben diese gesetzlichen Grenzwerte nicht einzuhalten. Die Hersteller wissen über die zahlreichen Studien, die es gibt, die Gesundheitsgefahren belegen. Das wissen die sehr genau. Auch Versicherungen wissen das. Rückversicherer haben deshalb die Studienlage analysiert und haben die Mobilfunkstrahlung in die höchste Risikoklasse eingestuft. Und diese Mobilfunkstrahlung wird nicht versichert. Die Hersteller müssen jetzt eine Lösung finden, um aus der Haftung zu kommen. Was machen Sie? Die Hersteller schreiben in ihre Bedienungsanleitungen Hinweise hinein, die Sie vor potenziellen Schadenersatzansprüchen bewahren. So steht beispielsweise in der Bedienungsanleitung für den Standard Telekom Router, dem Speedport, da steht drin, bitte stellen Sie den WLAN-Router nicht in die Nähe von Kinder-, Schlaf- und Aufenthaltsräumen. Und nochmal, ich bin kein Spinner, ich habe das nicht ausgedacht. Nehmen Sie sich diese Bedienungsanleitung von dem Speedport, machen Sie die auf und lesen Sie die mal, das steht da drin. Und das schreiben die da nicht rein, weil die so nett sind, sondern das schreiben die da rein, weil sie sich selbst schützen vor potenziellen Schadenersatzansprüchen. Wenn also später eine Familie oder eine Person kommt und sagt, so, ich habe jetzt Krebs zum Beispiel bekommen und ein WLAN-Router ist dafür zuständig oder verantwortlich, dann können Sie sagen, ziehen Sie die Bedienungsanleitung raus und sagen, nein, guck mal, ich habe dir gesagt, du sollst das Ding nicht aufstellen in der Nähe von Schlaf-, Kinder- und Aufenthaltsräumen. So, und damit sind Sie raus aus der Haftung. Wenn man sich jetzt aber diesen WLAN-Router nimmt, nicht wahr, und in einer Standardwohnung steht und sich denkt, okay, wo stelle ich denn jetzt hin? Und dann das Ding vielleicht mal liest, das machen ja die wenigsten. Die wenigsten lesen ja die Bedienungsanleitung oder diese Sicherheitshinweise. Aber wenn man das tatsächlich mal macht und das beherzigt, dann fragt man sich, ach so, wo soll ich denn das Ding jetzt hinstellen? Also, die Hersteller wissen das, die Versicherungen wissen das, aber es wird überall gerne so ein bisschen weggewischt. Auch die Presse und die Politik macht sich mitschuldig. Fakt. Die Presse zum Beispiel, die Braunschweiger Zeitung. Nun kann man sagen, die Braunschweiger Zeitung ist dafür nicht verantwortlich, weil die Braunschweiger Zeitung hat ja nur ein Interview gebracht mit dem Professor Enders von der TU Braunschweig. Der Professor Enders hat eine Falschaussage getätigt in der Braunschweiger Zeitung. Am 6. Mai 2019 gab es ein Interview unter der Überschrift Grenzwerte für 5G und E-Mobilität reichen völlig aus. Nun, diese Aussage, okay, kann man ja noch hinnehmen, aber es gab folgende Aussage, ich zitiere. Trotz intensiver Suche und jahrzehntelanger Forschung konnten keine Wirkungen unterhalb der Grenzwerte festgestellt werden. Alter, wer? Und das ist eine Falschaussage. Das ist de facto eine Falschaussage, denn es gibt wirklich zahlreiche hunderte Studien, die das Gegenteil belegen. Also wenn man jetzt sich hinstellt und sagt, es gäbe keine Hinweise, dann tut es mir leid. Wir sind auf der Suche nach einem Anwalt, vielleicht läuft hier gerade jemand vorbei, der Kontakt zu Juristen hat. Wir möchten gerne einen juristischen Weg oder einen rechtsstaatlichen Weg gegen den Professor Enders einschlagen, denn das geht so nicht. Jeder unbedarfte Bürger, der dieses Interview liest, der diese Aussagen liest, der denkt sich doch, ach so, ja, Professor Achim Enders von der TU Braunschweig, ah, na klar, der muss das doch wissen, na dann stimmt's. Es stimmt aber nicht. So, Haftung, das Thema Haftung. Gestern gefunden habe ich das im Internet, und zwar hat der SPD-Ortsverein Altenried
einen Hinweis, wichtiger Hinweis für Grundstückseigentümer zu Anfragen von Mobilfunkfirmen gebracht. Dieser wichtige Hinweis fängt erst einmal an mit so ein bisschen Standardinformationen. Die SPD weist hier auch auf die gesundheitlichen Gefahren hin, die ich schon erwähnt habe. Also ich werde es hier nicht nochmal erwähnen. Und sie weist darauf hin, dass Sie als Grundstückseigentümer haften. Denn grundsätzlich haften Sie, nämlich der Eigentümer eines Grundstückes, gegenüber Dritten für Schäden, die von Ihrem Grundstück ausgehen. So können Betroffene außer dem materiellen Schaden durch Wertverlust durch Immobilien auch den persönlichen Schaden durch eventuelle gesundheitliche Folgen zivilrechtlich einklagen. Das sollten Sie wissen. Sie werden gegebenenfalls von der Mobilfunkindustrie ein bisschen Geld dafür bekommen, dass Sie die Antennen auf Ihren Grundstücken und auf den Häusern oder an den Häusern installieren. Sie sollten sich aber fragen, ob das ausreichen wird, um potenzielle Schadenersatzansprüche von Geschädigten dann begleichen zu können. Ja, und deswegen stehen wir hier und unser Slogan heißt 5G, nee. Jetzt heißt es auch immer, und der Professor Enders war auch gestern wieder in der NDR Info Redezeit aktiv. Er war dort, also NDR Info hat gestern eine Redezeit zum Thema 5G gemacht. Und ich dachte, juhu, endlich wird mal konträr oder kontrovers über das Thema 5G gesprochen. Allerdings waren dort 3 Experten, sogenannte Experten, und die waren alle pro 5G. Also das ist ja eine tolle kontroverse Unterhaltung, nicht wahr? So, Professor Enders war auch dort und hat gesagt, und das ist richtig, was er sagt, er sagte nun, er versteht den ganzen Hype nicht, denn die Mobilfunkstrahlung, 90% der Belastung, der wir ausgesetzt sind durch Mobilfunkstrahlung, kommt von den Endgeräten. Und das ist richtig, wenn Sie Ihr Endgerät nutzen, das heißt, wenn Sie es anhaben, wenn Sie mobile Daten anhaben, wenn Sie stets und ständig WhatsAppen, wenn Sie stets und ständig, was weiß ich, telefonieren und so weiter. Dann ist das richtig. Wenn Sie sich aber persönlich entscheiden, dieses Mobilfunk, also das heißt das Handy, zum Beispiel bewusst zu nutzen und nur mobile Daten dann anzumachen, wenn Sie Ihre E-Mails abrufen wollen und es dann sonst wieder ausmachen, dann ist es nicht richtig. Weil dann kommt nämlich die Hauptbelastung sehr wohl von den ortsfesten Sendeanlagen, denen man sich nicht entziehen kann.